So, dann haben wir noch jemand, der eventuell in die Taverne möchte, denn ich schon sag gut, das Slayer. Ja, aber nur eventuell. Mal schauen. Eventuell oder auch vielleicht, weil es dir dein aktueller Arbeitgeber mehr oder weniger befiehlt. Denn du bist ja immer noch unter dem Auftrag. Moment, mein Abenteuer ist hier. So. Genau. Du arbeitest ja momentan für den Geschäftsmann Tisan, der dir wirklich überdurchschnittlich gutes Geld gibt. Also mehr, wie du, was du sonst so für Aufträge annimmst. Und das einfach nur für den Geleitschutz. Die Aufträge, beziehungsweise dein Job quasi, der war bisher mehr als einfach. Es gab nie irgendwelche große Zwischenfälle. Du bist bei ihm, du passt auf, dass alles gut ist. Er macht seine Geschäfte allerdings meistens allein. Du weißt selbst nicht so genau, ja, mit was verdient er jetzt eigentlich seinen haufenweise Geld. Aber es ist ja auch egal, solange du bezahlt wirst. Und so kommt es dazu, dass er auf einmal auch in Perwin steht, vor der Taverne zum brüllenden Stier. Und ja, dich kann ich jetzt nicht fragen, ob du eintrittst, denn das macht schon Kisan für dich. Er macht die Tür auf. Ja, lässt mal so einen Blick über die Leute durchgehen, wer schon alles so da ist. Du betrittst dann natürlich hinter ihm auch schon mal die Taverne. Und ja, auf einmal wurde es doch ein bisschen ruhiger, als sich manche zu den beiden umschauten. Denn diese Aura, die von diesem großen, blonden Hünen da von sich ausgeht, die ist doch schon ein bisschen, ja, fast schon unheimlich. Auf Hat dem. das Leia nicht weißes Haar? Eigentlich schon, ja. Weißes, okay, ich habe gerade das Charakterbild, sorry. Ja. Okay, weißes Haar dann natürlich, ja. Und ja, es ist auf jeden Fall alles so ein bisschen mit. Alles wirkt so ein bisschen unnatürlich, als die beiden reinkamen, vor allem eben wegen dem Hühnern. Die Tür ging zu und dennoch könnt ihr eindeutig sehen, wie um den Großen herum einfach noch so ein Wind herrscht. Seine Haare flattern die ganze Zeit, als wäre hier in irgendeiner Weise ein Wind. Ihr fühlt euch irgendwie auf eine komische Art und Weise bedrückt, wenn ihr ihn nur anzieht. Darf ich fragen, was das für eine Aura ist? Also, wie, ist das wirklich nur Wind oder merke ich da noch anderes? Du weißt, was ich meine. Es ist auf jeden Fall kein elementarer Wind, der dir sonst geläufig ist. Es ist, Aber es wirkt, ich sehe das, du ja. siehst das. Es ist auf jeden Fall nicht normal, was ihm umgibt. Ich murmel wieder in meinem Bart so bei Sumu und kommuniziere mit Nivis und sage ihr, dass sie ruhig bleiben soll. Und sich davon nicht beeindrucken lassen soll, sondern dass wir es erstmal beobachten werden. So, wer es hat, darf gerne Sagen und Legenden würfeln, aber nur wer es hat. Ja. Yay, ich hab was, was Sinn macht. Das war auch Wissen, glaube ich, ne? Nee, Bei das. Wissen, ja. Darf Was jeder Wissen? machen, Ja, wer es Sagen und hat. Legenden. Klugheit, Intuition und Charisma. Okay, muss ich immer dann schon sagen, ob ich den Special-Wert da einfließen lassen will oder muss ich, kann ich das auch am Ende? Kann ich einfach erstmal dreimal würfeln und dann gucken? Man muss es immer gleich sagen, aber 7 hast du ja eh geschafft, ne? Ja, hier das schon, aber. Ja. Wow. Das war jetzt Intuition. Oh Gott, was habe ich da für einen Grundwert? 14. Ja, da ziehe ich die 3 ab. Ich habe noch 2 übrig. Ich habe 5 in Sagen und Gut. Legenden. Das ist. Oh Gott, Charisma, ja, das kann ja nichts werden. Ah, crap. Ich habe nur noch 2, damit komme ich auf 14. Ich glaube, Charisma habe ich auf 12, also ist das nicht gelungen, leider. Ja, God damn it! Ich habe so viele gute Sagen und Legenden. du schaust zwar voller, Sch du schaust rätselhaft diesen unnatürlichen Wind an, diese Aura, die den Hühn da umgibt, aber. Aber ich bin zu abgelenkt, Nivis in Schach zu halten und ruhig zu halten bei sowas, weil sie reagiert nicht gut auf sowas. Ja, man merkt so eine gewisse Unruhe in ihr auf jeden Fall. Ja. Aber sie hält sich noch auf dem Boden. Ja, die anderen, schaut ihr euch das auch an? Also, Denkt ihr euch was dabei oder? das muss doch noch jemand Sagen und Legenden haben.
Ja, ich habe noch Sagen und Legenden. Das wollte ich. Ich wollte jetzt nicht irgendwie jetzt reinwerfen. Also ich kann jetzt ja auch auf den jetzt reagieren. Ich gucke mir an und dann kann ich jetzt auch eigentlich würfeln, oder? Ja. So. Moment, bei Sagen und Legenden habe ich hier und ich gut. Ich würfe jetzt erst einmal den 20er. So, einmal. Sechs. Moment. Ich will was kurz nachgucken. Der muss sitzen. Ich glaube. Ich muss mal kurz eben. Der sitzt auf jeden Fall. Geringste Werte, ich habe es 10, also das dürfte bei dir nicht anders sein. So. So kann ich das besser, habe ich das besser im Überblick auch ein bisschen. Gerade, ich muss das mal kurz mal anders hinsetzen. Gut. Der passt. Das andere Ian. Okay, das müsste eigentlich auch passen. So viel dazu. Bingo. Das war immer das Zweite, ist es immer, komischerweise. Wie viel hast du in Sagenlegenden? Kannst du es denn runter? 4. Mhm. 4 habe ich. Und dein Wert, den du erreichen musst, ist 13? Bei All Chances? Intuition? Intuition habe ich 13. Ja, okay. Dann kommst du doch hin. Dann kannst du die 4 abziehen, dann hast du den dann schon. Dann bist du noch drin, jetzt muss nur der dritte Wurf noch sitzen. Das wird jetzt Charisma, den solltest du sehr hoch haben, schätze ich. Also das. Charisma, Moment. Auch auf 13, okay. Bitte, Muttergöttin, jetzt keine 18. Oh, das geht. Sehr gut. Okay. Du hast durch die... du hast das schon mal gesehen. Und jetzt kommt's dir auf einmal. Oh Gott, bitte nicht. Moment mal, denkst du dir nur. Slayer, würdest du bitte dreimal würfeln, als... Na gut, das können wir jetzt ruhig. Du kannst ruhig auf Sinnesschärfe würfeln. Auf Sinnesschärfe? Mhm. Die Dreierwürfel sind so schlimm. Moment, genau. Sinnesschärfe hatte ich eine 3. Mhm. Ah ja, stimmt. Dabei ist immer der zweite Wurf, der immer so mies läuft, also hoch ist. Momentan, ja, momentan. Mhm. Klugheit, okay. Intuition ist Sinnesschärfe. Dann... Ach, wenn ich ganz kurz noch einwerfen darf, ich habe Geografie nochmal kurz gegoogelt und das war Klugheit, Intuition. Oh ja, okay. Kann Spyro sich aufschreiben? Also ja, kannst du mir das gleich mal noch dann alles geben. Slayer ist spot on. Ja, und wähle jetzt. Und das eigentlich auch nicht ohne Grund, denn während. Bei Geografie. Spyro. Während Spyro Slayer so mustert, ich sollte eigentlich mit Charakternamen sprechen, das ist eigentlich stimmiger. Ja, während Valla. Ulfan so mustert, so mal, diese Aura, das kenne ich doch. Moment mal, ich kenne den Kerl doch, das war doch. Schaut auch im gleichen Moment Ulfan Valla an und er erkennt sie sofort, denn dieser Betrug, dieser Beschiss, der damals ablief, was sie damals mit ihm abgezogen hat, das würde er niemals vergessen. Oh. Ich wende mich kurz an meinen Brötchengeber, mein Herr, mich bitte kurz entschuldigen. Ich habe einen alten Bekannten gesehen, mit dem möchte ich kurz reden. Oh Gott. Und dann, ja, gehe ich mal zu Valla rüber. Mhm. Dass ich dich hier finde. Die Stadt ist auch wirklich klein. Hat gar nicht mal gedacht, dass ich dich mal sehen würde. Du bist doch mir nicht sauer, oder? Ach, gar nicht. Du hast mir ja nur die Probleme meines Lebens beschert, sage ich mit scharfen Ton, aber nicht zu laut. Ich will nicht noch mehr Aufsehen erregen. Aber Aufsehen, die Leute schauen schon genug. Nur ich habe normalerweise immer eine Kapuze dabei, die ziehe ich jetzt mal langsam drüber. Mhm. Ach, die Probleme deines Lebens, komm. Das hat doch eigentlich nicht so persönlich dir geschadet, oder? Ja, wie es geschadet hat, weißt du sicher nicht, denn ich habe dich seitdem ja nie wieder gesehen. Ich war sehr viel unterwegs, habe dort was gemacht, ein bisschen dort mein Geld verdient. Ich bin halt eben sehr unterwegs. Schön für dich, dass du Geld verdienst. Und ich habe die Schuld meines Lebens bekommen wegen dir, plus diese Aura, die mich umgibt. Was sollte das? Zur Einwände. Ich hatte nie im Leben gedacht, dass diese Aura...
dich so schmeichelhaft umgibt. Und des Weiteren, ich habe vielleicht ein paar kleine Details ausgelassen. Ich habe sie so einfach mal beiläufig vergessen. So. Details? Details? Du hast das nicht mit einem Wort erwähnt. Das war eine scheiß Eskorte, die du wolltest. Dann habe ich sie in einem Drink eingeladen, dann bin ich mit dem Mist aufgewacht. Was? Mach das rückgängig. Sofort. Rückgängig? Ja, also, das Wort rückgängig ist in dem Bezug so ein klitzekleines Problem. Denn ich habe so, ja, mir wurden ein paar kleine Sachen, entwendet und deswegen kann ich dir deswegen nicht das versprechen, was ich dir eigentlich so geben könnte, also das Rückgängige. Du wirst doch jetzt nicht deswegen gleich hier einen Aufstand in dieser Taverne machen, wo so viele Menschen uns hier anschauen, besonders hier der Zwerg da mit seinem großen Stoffplüschhund oder was auch immer es sein soll. Stoffplüschhund. Ja, sehe ich das? Sehe ich das Gespräch? Es ist schon ein bisschen lauter, das Gespräch. Das kriegt er durchaus mit. Ich schaue so ein bisschen über meinen Bierkrug zu denen hin. Rümpfe die Nase. Ja, es ist ein Glück, dass hier so viele Leute sind. Ich behalte dich im Auge. Wir sprechen uns später. Damit wende ich mich ab und gehe zu meinem Herrn zurück. Ich mache auch hier einen kleinen Gedankengang. Puh, das war aber knapp. Wenn ich noch wüsste, was ich mit ihm getan hätte. Wow. Das sind einfach zu viele. Es ist schon so ein Ding, jemanden abzuziehen und ihm die Kohle wegzunehmen und sowas, aber dann auch noch das mit der Aura und das zu vergessen. Weißt du, das ist schon oberste Kante. Wow. Kann ich bitte auf den Platz? Ich möchte sie im Auge behalten. Danke. Ich möchte sowohl auf meinen Herrn blicken können, als auch auf... Ihr wisst schon. Ja, warum sollte man auch zur Tür blicken können als Leibwächter? Ist schon richtig so. Ich habe gerade andere Prioritäten. Tut mir leid. Ja, ich merk's. Ich hoffe, du wirst nicht so gut bezahlt. Das könnte nämlich ganz schnell zu Ende sein. Der Herr meint, dein Geschäftsmann hier, da meint auch zu dir, oh, schlechte Erfahrung mit dir gemacht, hä? Das können Sie laut sagen. Lassen Sie an die Finger von ihr. Das sieht man doch schon, an so einem Ding würde ich mich nie vergreifen. Nee, die wollen dir nur das Geld hier aus den Taschen holen. Oh ja, bis aufs letzte Hemd. Währenddessen dann die Shank mal so ein bisschen zu Waller näher gerückt ist, als er mal gerade nichts zu tun hatte. Da, das ist er. Unglaublich viel Kohle, sage ich dir. Moment. Der? Hey, Moment, hat dir das alte Schiff jemals was ausgemacht? This is getting real. Nein, es ist nur... das erkläre ich dir vielleicht später ein bisschen. Oh, scheiße. Echt, nur was für eine Sache bin ich wieder reingeraten. Unsere Gruppe wird sich so schnell gegenseitig umbringen, das gibt's gar nicht. Nebenbei habe ich das Ganze auch beobachten können. Also ich meine, ich gucke ja auch so ein die bisschen. Die Unterhaltung, wie gesagt, die war doch ein bisschen lauter. Die hat sogar die Säufer da unten übertönt, von daher. Okay. Unterhaltung hat sogar die Säufer übertönt. Ich will leise mit ihr reden. Ich wollte eigentlich nur eine Schärfe den Ton anschneiden und die halbe Gegend brüllen. Man muss auch sagen, dass alle, auch schon allein weil sie eben durch deine Aura so ein bisschen fixiert waren, die waren dann halt schon hellhörig auf euer Gespräch. Ne? Deswegen. Awesome. Ja, Freunde, das war... Moment. Ja, oder ist es noch? Ich hätte halt noch gerne eingeworfen. Ich versuche das auf jeden Fall die ganze Zeit so ein bisschen auch mit meinen Traum nochmal... zu vergleichen und halt, ob mir das irgendwie bekannt vorkommt aus meinem Traum. Okay. Aber... Du sitzt am falschen Platz, Jojo. Du müsstest auf der anderen Seite sitzen, um das alles gut sehen zu können. Ja, ich guck trotzdem hin. Du kannst dich natürlich auch umsetzen, also das jeder wie er möchte, wenn es euch auf der Platz auf einmal nicht mehr gefällt, warum auch immer, könnt ihr euch umsetzen.
In der Aufregung merkt das eh keiner, wenn du einfach aufstehst, dich umsetzt und dann sehr genau die Leute anguckst. Währenddessen kam die Schankmaid auch mal kurz zu dir und ja, was möchtest du trinken? Ich nehme einen elfischen Dunkelwein. Oh Gott. Da muss ich mal Bruno fragen. Bin gleich zurück. Oh. Ja. Ein elfischen Dunkelwein im letzten Kaffee in der Ecke haben. Versuchen kann man's. Da bin ich aber. Okay. Und, ja. Wie war eigentlich das Bier so? War das ein gutes, wo ich als Zwerg sagen würde, so, boah, also respektvoll den Menschen. Die hat gut geschmeckt, ja. Das Hausbier. Okay, das heißt sehr viel, ich bin nicht so. Es war Zwergenbier gewesen. Nee, war's, das Zwergenbier? Das war's nicht, nee. Nein. Schade. Das wär schön, da wäre ich natürlich als Zwerg sehr zugetan, dem Ganzen hier. Wird wahrscheinlich noch ein paar mehr bechern, aber so, ne, lassen wir es bei zwei. Ja, belassen wir es auch bei diesem Part. Willkommen zurück zum MindRPG, die Legende von Perwin. Part 2, es geht weiter, wir befinden uns noch immer im Prolog, denn das wird ein verdammt großes Abenteuer, werte Freunde. Und mittlerweile haben es immerhin alle Helden geschafft, in der Taverne zum brüllenden Stier, ja, sie sind dort, sie haben Platz genommen, sie haben sich schon gestritten, alle sind da. Nämlich der gute Gurtag. Hallo. Ion. Ich grüße euch. Ulfarn. Guten Tag. Und Valla. Hallo, ihr Lieben. Ja. Oh Gott. Oh Gott, ich muss echt. Ich war jetzt schon so ein bisschen. Das war ein bisschen Mirko Nonchef, ne? Ich hatte erstes nur im Kopf gehabt, aber ich muss mich echt hier nicht zu lachen. Das wird von Part zu Part besser. Nee, ist alles super. Okay, wir haben uns jetzt, also, ne, wir haben uns endlich zusammengefunden. Wir können jetzt langsam mal so ein bisschen ins Detail gehen. Also, jeder aus unterschiedlichen Gründen ist ja hier. Ich fange jetzt einfach mal wieder bei Gurtag an, weil wir auch das letzte Mal mit ihm angefangen haben. Mittlerweile hat er von der guten Schankmaid ja auch so ein bisschen die Reste von dem Fleisch von gestern oder vielleicht auch vorgestern für seinen Schreckenswolf bekommen. Und sein zweites Bier steht auch schon auf dem Tisch. Ja, aber bevor Nivis das anfängt zu fressen, möchte ich das gerne erstmal grob inspizieren. Ist das Essen denn noch genießbar? Also, oder ist es irgendwie schon immer so ein bisschen so an der Seite so, na. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass das zumindest gekocht war. Also du... Das Reste sind. Du guckst dir das genau an, du riechst mal dran, dann macht man eine Sinnesschärfeprobe. Sinnesschärfe auch noch. Warte mal, Körper... Sinnesschärfe, ja, das ist zumindest ganz gut. So, für Klugheit... Oh Gott, das kann jetzt schon haken. Das ist vorbei. Das fängt schon gut an. Oh, oh. Warte mal, was habe ich für eine Klugheit? 16. Okay, das verringere ich dann mal um 3. Was habe ich für eine Wahl? Das ist schon mal besser. Mhm. Aber ich denke mal, positive Crits gehen auch nur, wenn zwei davon sind. Richtig. Ne? Ah, doof. Komm schon, Würfel, Würfel. Ja! Boah. Der hat funktioniert. Aber mit Glanz. Das war zweimal Intuition noch, Leute. Und das wäre bei mir 14 gewesen, die ich hätte erreichen müssen. Ich habe 1 und 5, also super. Was kommt mir denn so da? Also, ja, es ist ungelogen jetzt natürlich nicht mehr so richtig frisch. Aber, also, geht jetzt auch nicht schlecht, wenn du das riechst und du meinst, das könnte. Okay. Das könntest du schon vertragen. Kurz zur Erklärung für die Zuschauer. Ich bin mir nicht so ganz sicher bei dieser Schankmaid. Ich habe sie mit der anderen Frau da reden hören und. Ja, und dann hatte die auch noch Stress mit einem anderen Gast und so. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, was in dieser Taverne hier so gang und gäbe ist. Deswegen wollte ich das unbedingt nochmal checken und gebe dann Nivis auf jeden Fall das okay, dass sie das essen darf oder fressen darf. Mhm. Gut. Aber ich schaue mich immer noch nach meinem Meister um. Ja, es ist immer noch reges Treiben und du kriegst es, also es ist wirklich hier und da hörst du viele Stimmen. Natürlich die Leute neben dir. Die zwei, da kannst du immer wieder mal Wortfetzen aufnehmen. Und da geht's immer so, du kriegst immer so Fetzen mit, so wie, ich frag mich, wie lange wir noch darauf warten müssen. Dann, da stimmt doch irgendwas nicht. Mhm. Und dann kriegst du noch sowas mit wie, der alte Typ da, ich glaube, den habe ich dort gesehen.
Wenn ich das so mitbekomme, kann ich mich da drauf ein bisschen mehr konzentrieren? Also so ein bisschen mehr in die Richtung, dass ich da zuhöre und versuche, das mitzubekommen? Mhm. Kannst du machen. Ich meine, theoretisch hat Nieves auch, hat die nicht bessere Ohren als ich? Könnte ich das nicht durch sie besser wahrnehmen vielleicht? Ja, ihr könnt euch ja verständigen eigentlich, ne? Stimmt. Mhm. Ja, eben. Deswegen könnte ich durch sie vielleicht mehr davon mitbekommen von dem Gespräch? Dann mach ich mal. Ich meine, sie ist ja nicht so, als ob, es ist ja immer noch ein Wolf, also sie versteht jetzt nicht direkt Sprache, aber sie kann mir das ja, was sie hört, im Grunde ist ja eine geistige Verbindung, also kann ich mir auch denken, dass das zumindest möglich ist, dass ich wahrnehme, was sie wahrnimmt und sowas. Mhm. Dreh mal, also die Vertrautenbindung ist doch... Würfel mal den 20er einmal. Okay. Das ist doch nicht schlecht. Mhm. Du kriegst, also, ja... Da spitzt sie die Ohren und du meinst, dass Nivis irgendwie zu Wasser hört, sie irgendwie ist so, wie soll ich sagen, du fühlst irgendwie so eine Sympathie. Also irgendwie Nivis scheint den Leuten da gar nicht mal so abgeneigt zu sein und auch irgendwie so, das Stichwort so Abenteurer, abenteuerlustig, irgendwie sowas kommt dir noch so in den Sinn. Okay. Interessant, dann versuche ich dem Gespräch weiter zu lauschen und versuche noch ein bisschen mehr mitzubekommen von dem Ganzen. Du kriegst auf jeden Fall noch mit, dass es sich anscheinend über den Hohen Rat von Festum aufregen. Festum ist eine ziemlich große Hafenstadt hier in der Nähe, das weißt selbst du. Das weißt selbst du, wow. Ja. Hey, so blöd bin ich auch nicht, ja. Nein, ich meine nur wegen deiner letzten Geografie-Dings, Dummzer. Yeah, okay. dir fällt noch was auf. Mhm. Die, dir gegenüber, ja, fast gegenüber, die ältere Dame mit dem Kind. Mhm. Die ältere Dame mustert dich doch relativ oft, mustert dich relativ oft an. Hast du Menschenkenntnis? Ich glaube, ja. Das war unter, ist das wieder Wissen? Nee. Das war, das war Gesellschaft. Gesellschaft, ne, Gesellschaft. Menschenkenntnis, ja, hab ich auf 2, ja. Probier's mal. Soll ich würfeln? Mhm. Okay, Klugheit. Die ist ja ziemlich hoch, das ist sehr gut. Intuition. Müsste genau passen, glaube ich. Warte, ich guck nochmal nach. Intuition ist auf 14, das ist sogar noch besser. Und das letzte ist Crap. 14 und ich brauche, glaube ich, eine 12. Aber die kann ich runterschubsen. Ich habe ja 2 Punkte zur Verfügung. Dann schubse ich die 14 auf eine 12 und dann passt das. Okay. Also du siehst ab und erhaschst ja ihren Blick, weil sie schaut definitiv öfters mal in deine Richtung und sie wirkt irgendwie so ein bisschen unruhig bzw. verunsichert. Auch so ein bisschen so eine leichte Sorge hat sie noch im Gesicht. Kann ich das mit Nivis verbinden, oder? Weil sie macht ja nicht viel, außer dass sie was frisst. Eher nicht, weil sie mustert mehr dich wie den Wolf. Okay. Ich muss auch noch was dazu sagen zu der letzten Folge. Wenn ich mein Bier getrunken habe, habe ich das nur mit der, ich glaube, rechten Hand war es getan? Ich glaube, rechte Hand war es, ne? Und die andere, also sonst war ich komplett eigentlich unter meiner Robe verborgen und ist eine relativ weite Robe mit Kapuze und so und habe mich sehr bedeckt gehalten von dem Ganzen. Okay. Gut, dann würde ich gerne mal zu einem anderen Charakter switchen, nämlich zu Ion. Mhm. Du bist ja noch relativ so in deiner stillen Ecke. Du bekommst so ein bisschen die Gespräche von den Leuten nebenan an. Das sind eindeutig so ein bisschen, das sind Soldaten und du kriegst auch so ein paar Fetzen von denen mit. Zum Beispiel sowas wie: Ist das wirklich nötig, hier das zu bewachen? Das ist doch wie immer hier. Und der Gegenüber meint sowas wie: Ja, das ist doch schon seltsam mit den Träumen, oder? Also ich meine, ich habe einen Kumpel, der hat das auch. Und der andere wiederum: Ja, mein Gott, solange es nur Träume sind. Und der andere sagt: Sag das nicht, der ist nicht mehr aufgewacht seitdem. Der hat irgendwie so ein Dauerschlafproblem jetzt. Also ich finde das schon ein bisschen unheimlich. Ja, das ist so das, was du so aufgeschnappt hast in deiner stillen Ecke. Ansonsten eher nichts.
Ja, also wie ich dieses Gespräch so ein bisschen mitbekomme, macht mich das auf jeden Fall doch sehr hellhörig, wie hier dieses Gerede von Schlaf und alles plötzlich kommt. Und ja, ich weiß nicht, ich warte vermutlich immer noch so ein bisschen auf meinen Wein, den ich mir mal bestellt hatte. Den hast aber... du schon. Was hast du eigentlich in Session? Bitte? Was hast du im Talentwert Session? Oh weia. Minus 5. Das Problem ist, dass ich habe es gerade Jojo heute noch durchgegeben. Elfen haben allgemein Probleme mit Session, glaube ich. Ja, das wollte ich nämlich schon andeuten damit. Aber wir wollen doch hier die Kulturen richtig vertreten. Ja. Sekunde. Session minus 2. Mhm, dann das natürlich darauf würfeln. Während du das so trinkst. Dann darfst du darauf würfeln. Aber das, ich finde das so cool bei Valla, weil Valla wollte schon immer mehr von den Menschen bräuchten und so. Also das. Nee, nicht Valla, Entschuldigung. Ion, das war falsch. Ion, sorry. Okay. Ion wollte schon immer sehr viel von den Menschen bräuchten hören. Das hat man aus der Geschichte. Eine Frage, was auch die Zuschauer wahrscheinlich interessiert, sofern sie sich nicht mit DSA auskennen. Die minus 2, heißt das, er muss auf einen Wurf die minus 2 machen, also 2 draufrechnen? Minus 2 bedeutet, dass es jetzt in jedem Wurf um 2 erschwert ist. Oh! Ja. Ach so, aber sonst hat man nur einen Joker. Im Grunde. Das ist okay, gemein, ne? Jeden Wurf per se, aber das ist schon heftig. Was ist denn der erste Wert? Dann ist ja besser, das Talent gar nicht zu haben. Was haben wir denn? Minus 2. Hab ich jetzt nicht verstanden. Ach so, was Zechen ist? Ah, crap, warte mal, das habe ich in meinem Sheet. Eine Sekunde, ich habe ihn offen. Talente. Zechen war körperlich, ne? Ja. Das ist Intuition. Ich glaube, Konstitution ist K.O. und Körperkraft. Mhm. Was hast du Intuition? Warum ist das? Dürftest sogar noch geschafft haben mit 10, oder? Intuition. Ach so, weil man irgendwann dann realisiert, aufzuhören, okay. Ja, jetzt geht das Gesuche wieder los. Kein Problem, lass dir Zeit. Ich wollte noch mal anmerken, für die, wo es interessiert, wenn man einen Wert auf minus 4 hat, dann darf man darauf gar nicht würfeln, dann klappt es einfach nicht. Dann ist es. Aber ist es dann nicht besser, den gar nicht zu haben? Es ist halt, weil Session ein Basisdings ist. Also jeder kann theoretisch trinken, wenn er will. Ob es ihm gut tut, ist halt. Ja, gut. Und das musste man dann wieder addieren, oder? Die Werte. Was hast du von Intuition? 18. Hast du 18? Wow, was? 18 Intuition? Nee, 16, du bist der Intuitionsgott? Echt? Hast du 18? Ich muss selbst mal nachgucken, jetzt bin ich irgendwo. Nee, du hast Intuition. Da habe ich da irgendwas. Warte mal. Wieso 18? Falschen aufgemacht. Dein Basiswert für Intuition, Jojo. Im Hauptblatt direkt einfach da, wo Intuition steht. Warte. Du hast 16. Also dein Basisding ist 16, okay. Ne? Es ist aber um 2 erschwert, deswegen hast du eigentlich nur 14, aber mit einer 10 natürlich geschafft. Jetzt kannst du das zweite Mal würfeln. Okay, dann habe ich da irgendwas Blödes aufgeschrieben. Gucken wir mal. Nice. Okay, dann brauchst du nicht nachgucken. Läuft, dritter Wurf. Die Drinking Gods sind auf deiner Seite und jetzt immer noch. Wow. Wahnsinn, okay, er verträgt nichts, aber er trinkt den Wein halt, der hier hingestellt wurde. Du wolltest ja einen anscheinend verträgt dann ja doch. Du wolltest ja so einen exotischen Wein, wahrscheinlich ist das so ein ganz komisches Gemisch, wo kaum was drin ist, ich weiß nicht. Der Wasser. Elfischer Wein, die kennen das, es ist hauptsächlich Wasser. Allein weil er, wahrscheinlich kennt er nur das Gesöff und denkt, ja, trinken kann ich. Andere Leute denken, dass das wäre irgendwie Tee oder sowas. Im Elfen ist das Wein. Traubensaft, ja. Sorry, Leute, wir haben Traubensaft. Tut mir leid, wir haben gerade gar keine Musik. Ich werde jetzt mal gleich die Tavernenmusik. So, jetzt kommt gleich wieder Tavernengeduld. Ja, so, ja, auf jeden Fall, es schmeckt dir. Du bist gut dabei. Alles gut. Super. Ich sag's euch, der wird noch Session skillen und wird alle unter den Tisch saufen. Mal schauen. Da muss ich der Ehre wegen allein schon alle meine Punkte in Zechen ballern. Das wird nicht gut für uns. Wieso habe ich jetzt hier die. Kämpfen können sie nicht, aber saufen. Warum habe ich jetzt das von Herr der Ringe, die zwei Türme, das mit den Zwerg und Elben jetzt wieder am Schädel? Ja, ganz genau. Aber komm, spiel doch lieber tanzen, Jojo. Das passt viel besser zu einem Elben. Kannst du deinen Namen in der Ecke tanzen, während wir ordentlichen Männer was trinken?
Nein, erst, ne? Wenn es doch schmeckt und wenn es passt, warum nicht? Ion hat, ja, schon gut am Glas genippelt. Und was wolltest du jetzt noch machen wegen deinen Parknachbarn? Die auf jeden Fall so ein bisschen unscheinlich, ja, nicht direkt beobachten. Also ich gucke halt mal rüber, wie die überhaupt so aussehen und alles. Relativ unscheinbar. Werf du willst die einschätzen, oder? Genau. Ich müsste mal gucken, wie sie so aussehen und vor allem halt weiterhin belauschen. Ja. Würfel doch mal auf deine tolle Intuition. Ah, nee, das wäre schon wieder Sinnesschärfe. Crap. Hey, das, also, ich sag dir jetzt, das, was du auf jeden Fall siehst, nämlich, dass er ja, schon gut ausgestattet sind. Die sind bewaffnet, haben auch eine stattliche Rüstung zum Teil an und sie sind auch sehr aufmerksam. Sie trinken zwar auch so ihren Bierchen und so, aber sie gucken sich schon um und scheinen alles so ein bisschen im Auge zu behalten. Kann ich denn irgendwas Auffälliges bei denen erkennen? Eben irgendeine Kiste oder Ähnliches, was sie erwähnt haben? Also ich gucke auch so ein bisschen bei den Füßen unterm Tisch. Solange es halt nicht im Rahmen des Auffälligen ist. Ich überlege gerade, ob man darauf was würfeln könnte. Ja, aber vom Stuhl fällt dabei, oder nicht? Vor allem so, wie er sitzt. Das ist so eine Art Beschatten. Könnte auch einfach mal die Knappe halten. Ja nicht, ne? Ich wär für Gewandtheit, muss er machen. Oder vielleicht Charisma, dass er nicht guckt wie ein Auto dabei. Sondern dass die Leute den da nicht bemerken, weil er normal schaut. Würfel mal zweimal, dann überlege ich mal was. Okay. Wow. Dann überlege ich mir, was kann ich machen. Ja, man muss doch improvisieren, hallo? Was ist das, eine 7? Wow, ja. 7. Nur für dich, Gary. Alter, wie der würfelt, ne? Das ist was? Ey, der. Boah. Würfelglück Deluxe, ey. Ey, der hat gerade 5 Würfel gehauen, ne? Und die sind. 4 davon sind unter 10. Ich sag's ja, Traubensaft. Fortuna for the win. Also, es gelingt dir mit Leichtigkeit, so total unbemerkt, durch so ein bisschen zu. Ja, mal so ein bisschen zu strecken, den Kopf unbemerkt zur Seite zu drehen und dann mal wieder einen Blick unter den Tisch zu erhaschen. Und da ist dir eine Kleinigkeit runtergefallen, dann hebst du das auf und guckst nochmal da zwischen den Beinen, ob da noch irgendwas ist. Aber so mal von der Standardausrüstung, sage ich mal, abgesehen, verliert da jetzt nichts Auffälliges auf. Hm, okay. Hat sein Taschentuch runterfallen lassen. Oh mein Gott. Muss ich mich bücken? Ja, ich. Ich werde sie auf jeden Fall weiterhin so ein bisschen belauschen. Ich meine, das fällt ja auch nicht auf und ich gucke mich währenddessen vielleicht auch noch so ein bisschen allgemein in der Taverne um, wer denn noch so alles hier herumsitzt. Okay, das tust du. Und dann machen wir hochscrollen. Die du angesprochen hast. Bei Rulfarm weiter. Beziehungsweise bei seinem Arbeitsgeber hier. Kisan, der redet natürlich auch hier. Ihr trinkt ein. Ja, genau, was trinkt ihr eigentlich? Ich bevorzuge es nüchtern zu bleiben. Ja, du hast andere Probleme, das stimmt. Die Schankmann guckt dich ein bisschen komisch an. Wasser? Milch? Irgendwas? Milch? Milch? Nein, danke, heute Abend verzichte ich. Genieß den Abend. Mein Herr. Ich will stinkreich bleiben. Der Geschäftsherr sieht es ein bisschen anders. Der holt sich da gleich so einen ganzen Krug voll mit Bier. Und er findet mit dir auch nochmal so ein bisschen das Gespräch. Also, sieht so aus. Morgen werden wir einen unserer wichtigsten Kunden hier treffen. Das heißt, du kannst dir morgen frei nehmen. Ich denke, hier ist eh nichts los. Mach's dir gemütlich. Und ja, wir reisen dann in 2-3 Tagen weiter nach Festum. Wie ihr wünscht, mein Herr. Immer. Bekomme ich das mit, dass er den Namen erwähnt? Also Festum? Oder wie es gerade hieß? Würfel einmal. Weil ich den ja schon von den Leuten hinter mir... Ich weiß, ja. Aber würfel einmal. Dann nochmal. Ja, du hast gerade dieses Festum. Das hast du aufgeschnappt. Okay, aber ich werde ein bisschen hellhörig und höre genauer hin. Ich schaue vielleicht auch mal, so was wer die zwei Leute sind, weil die habe ich mir noch nicht so wirklich angeguckt. Ich habe mehr so die Frauen da so und die haben mich so irritiert. Ich höre jetzt
Ich höre jetzt nicht da jetzt irgendwie etwas noch dazu, oder? Kommt, kannst drauf, ja würfeln. Kommt drauf an, was du denn gerade so machst. Wir kommen gleich zu dir. Okay, gut. Dann werden wir dich gleich noch dazu holen. Ja gut, du bist ein bisschen hellhörig geworden, als du das gehört hast, aber der Geschäftsherr, der verfällt schon wieder so ein bisschen in dem leeren Tratsch und trinkt sich ein und scheint sich schon wieder ein bisschen zu verlieren. Du hörst jetzt nichts mehr Spannendes raus, ansonsten, zumindest bis jetzt. Ja, Valla, auf wo oder was sind denn deine Augen und Ohr gerichtet? Momentan versuche ich erstmal den Blickkontakt von unseren Aura-Heini irgendwie ein bisschen abzuwenden und versuche mich auf seinen Kumpanen da mehr zu konzentrieren, aber es mehr gedanklich versuche ich aber auch mir schon was auszudenken, wie ich die irgendwie trenne und mich mal mit ihm unterhalten kann. Rolfan, fallen diese Blicke wahrscheinlich auf, weil du hast ja gesagt, du beobachtest Valla. Ich habe Valla im Auge, deswegen habe ich mich ja auch extra umgewetzt. Aber ich warte erst mal ab und ja, schau mal, was sie tut. Okay. Also Valla wird erstmal hier verharren an deinem Platz. Ja. Ich bleibe erstmal nur noch so. Gott, das wird auch lustig. Komm nur. So. Das hat er auch in der einen Nacht gesagt. Komm nur. Böse, ey. Sorry, ich komme nicht wieder. So war das nicht, also, ne? Das können jetzt alle sagen. Denk, was du willst. So, jetzt einfach mal so eine kleine Initiativrunde. Das bedeutet, ich werde jetzt nicht euch aufrufen. Ich gucke jetzt einfach mal, ob jemand was machen will. Höre. Generell würde mich interessieren, was die alte Frau denn so meint, aber ich kann mich schlecht einfach dazusetzen. Habe ich sonst noch irgendwas mitbekommen, so aus der Runde hier? Ich meine, ich habe einen relativ kleinen Einzugsbereich hier nahe der Tür, aber vielleicht Nivis noch irgendwas? Also ich meine, sie habe ich, nachdem sie das mitbekommen hat mit den zwei hinter mir, angewiesen, so ein bisschen die Ohren offen zu halten. Ob wir denn noch was mitbekommen haben, so in der Richtung? Weil es wird ja hier schon eine Thematik deutlich in dem Ganzen. Ja, aber nicht wirklich was Neues. Es schmeckt Nivis übrigens aus vorzüglich, das Fleisch, was wir da, also was sie da sehr bekommen gut hat. Natürlich fällt ja auch noch der Typ auf der anderen Seite auf, der ganz alleine sitzt mit einem Glas Wasser und der ja schon ziemlich genau hier sich umguckt und auch einen ziemlich kritischen Blick in die Runde wirft jedes Mal. Ich habe auch die anderen beiden links neben mir ein bisschen im Auge gehabt. Ist tatsächlich das Kind wieder ein bisschen beruhigt oder ist immer noch so sehr hippelig? Und die gute alte Frau, ja, wie sieht's mit ihrer Nervosität aus? Es hat sich mittlerweile durchaus beruhigt und hat schon, du hast so gefühlt, dass schon zum dritten Mal eine neue Mahlzeit bekommen und frisst sich da so ein bisschen durch, während die ältere Dame das auch immer so ein bisschen, ja, die scheint ein sehr gutes, enges Verhältnis miteinander zu haben. Die lächelt die ganze Zeit ihren Kind oder Enkelkind oder was auch immer an, während das sich da so richtig gut leben lässt. Das ist auch noch relativ auffällig, ja. Das kann übrigens auch Valla mitbekommen, zum Teil, ist ja auch relativ nah an ihr. Und was du auch mitbekommst, gut, das ist jetzt nicht spannend, Valla, aber der Typ neben dir, der ist jetzt eingepennt, der schläft und liegt da an der Theke voll besoffen. Sabbert so ein bisschen, ne? Kannst ein bisschen schnarcht auch so ganz leise. Gut, Prost. Du nimmst sein Bier auch noch. Das ist meins. Ja. Ist noch so ein Rest drin. Schön warm. Aber es ist mehr, kostenfrei. Nimmt man mehr immer Speichel gern wie Bier wahrscheinlich. Oh ja, geil. Gott. Der Alte hat unten kaum noch Zähne, weißt du, der alte Schmied. Dann sammelt er so ein bisschen da raus. Gute bildliche Vorstellung, danke. Die Hälfte läuft mit deinem Krug zurück, wenn er trinkt.
Ich möchte aber noch, deswegen, noch was machen. Ich wollte gerade sagen, ich mache sonst eigentlich nicht viel, außer dass ich mich noch mal nach meinem Meister umschaue und mich frage, wo er denn bleibt. Denn ich denke doch, wir sind am richtigen Tag angekommen, oder? Also da, oder war da keine Beschreibung? Er hat gemeint, abends ist er hier. Mhm. Okay. Dann, ja, dann wundere ich mich, dass ich ihn noch nicht gefunden habe und warte noch ein wenig und schaue mir die Dinge hier so an, die hier so passieren, die sehr strange sind. Bitte, bitte, Rulfan. So. Ja, sorry. Auch wenn ich immer die gute Walla im Fokus habe, na, die anderen Gäste lasse ich natürlich auch nicht einfach machen, was sie wollen. Da bin ich auch recht aufmerksam, lausche vor allem mal, was ich so von den Gesprächen mitbekomme. Hinter mir hockt ja so eine Dreiergruppe. Hm? Vielleicht bekomme ich von denen was mit. Ich lausche einfach mal in die Gegend und höre, was ich da mitbekomme. Ja, die drei doch schon sehr gut, die schon ziemlich gut dabei sind. Anscheinend sind sie öfters hier, das hört man eindeutig raus. Klassische Stammkunden, die ein bisschen ein paar Würfelspielchen machen. Und du hörst es auch gerade so ein bisschen raus. Beziehungsweise das hören dann auch auf einmal alle. Wie der eine meint, ach komm schon, kannst du richtig aufhören, ich hab so eine schöne Strähne. Menno, der steht sogar auch gerade auf und meint, hey komm schon, will irgendjemand mit mir eine Runde spielen? Faires Spiel, faires Geld, kleiner Wetteinsatz, komm schon, ich bin gut drauf. Ich ignoriere das völlig. Ich auch. Bin ich für Spielen. Ich auch. Ich hab andere Sorgen. Ich möchte mein Geld überbehalten. Spielen ist was für Idioten. So trickreich. Na. Hm. Was ich von meinem ein bisschen Rechnen verstehe, weiß ich, dass das keine gute Idee ist. Er setzt sich wieder hin und meint zu seinem Gegenüber, ach komm, du hast doch noch ein bisschen hier. Oh ja, ein paar Runden gehen noch. Ah, komm, da. Eine Runde geht auch noch. Ah, Schelinda, auf! Und ja, die kommt auch schon angesprungen und gibt noch eine Runde an die Leute. Oh. Ja, das ist so was, was du mitbekommen hast. Und die reden auch so ein bisschen total alltägliches Zeug. Du hörst gerade von dem einen, der ausgestiegen ist gerade aus dem Spiel. Das ist der, wo oben rechts sitzt, so mittig. Hörst du, oh, also früher hat es mir besser gefallen, wo weniger los war. Was machen nur all die neuen Gesichter hier? Das nervt mich voll ab. Und da ging der andere noch ein bisschen drauf ein. Ja, hast recht, früher war das irgendwie so eine gemütlichere Runde hier. Naja, was soll's. Also ganz normaler Alltag. Okay. Dann, ja, fokussiere ich halt einfach weiter. Walla und halt auch im Augenwinkel natürlich auch meinen werten Herrn. Ja, sonst noch jemand irgendwas freiwillig tun? Wieder nachdenken, aber ich glaube, ja. Ich rufe mal. Ich wink mal meine Freundin zu mir mal hin. Mhm. Ja. Du sag mal, was weißt du über den seinen Begleiter, der bei ihm ist? Du meinst den Großen da? Ja, mit dieser seltsamen, flüchtigen Aura. Der ist unheimlich, ne? Ich weiß nicht warum, aber macht mir ein bisschen Angst, der Kerl. Aber ich habe ihn noch nie gesehen, keine Ahnung. Glaub mir, so furchterregend ist er nicht so. Ah, ich verstehe schon. So, jetzt du mal wieder, ja, ja. Keine Pflichtbekanntschaft. Ja, ja. Es geht nur darum, er hat leider ein ganz schönes Auge auf mich geworfen, dass ich nicht an meine kleine Geschäftsbeziehung rankam. Deswegen, kannst du nicht vielleicht mir da irgendwie einen kleinen Beistich geben mal? Beistich. Beistich. Ich finde es einer so schön. Ja. Beistand meinst du vielleicht? Beistich. Jetzt geht's los. Mach mal eine Überredenprobe. Überredenprobe. Moment. Jetzt müssen wir mal gucken. Überreden. Wo war das jetzt nochmal? Gesellschaft. Gesellschaft. Gut. Okay, gut. Moment, ich fokussiere das mir mal wieder, damit ich das wieder so im Blickfeld habe. Nee, jetzt bin ich bei Körper. Was sucht das denn hier? Da, gut. Gut, dann wollen wir mal. Mut. So.
Wow. Das ist doch schon eine. Das. Aber ich hätte der zweite Wurf hier schon wieder wetten. 21. Und. Sie bietet dir an, mehrfach mit ihm zu schlafen. Ich wusste es. So. Wie viel hast du überreden? Überreden habe ich. Oh, 5. Okay. Okay, gut. Ja, da kannst du was drehen. Dann geht das noch. Dann geht das noch. Das war übrigens die Intuition, Leute. Jetzt ist Karl. Wow. Okay. Crit Success. Ja, ich glaube, sie will wirklich mehrfach. Also, sie will ihn heiraten gerade. Sieht sehr wohlhabend aus. Und die Aura, die kann man, da kann man drüber wegsehen. Ja, Doppel-1 ist glänzend. Also, das wird jetzt halt ein bisschen extrem ausgespielt, aber gut. Lady Luck ist wieder mal bei mir. Okay. Oh Gott, ich spiel auch eine Lady, also bitte. Scheiß Lackei. Okay. Ja, sie redet nicht, also Schelinda redet nicht mehr lange und sagt, ich guck, was ich tun kann. Und zwar geht sie dann nochmal zu dem Tisch. Möchten die Herren denn noch etwas trinken? Und dabei beugt sie sich so ein bisschen vor den Slayer vor, weil der hat noch gar kein Glas, nicht mal ein Glas Wasser, und das ist so unfair. Und sie guckt sich auch so ein bisschen betröppelt an. Möchtest du denn gar nichts trinken? Sorry, Süße, heute nicht. Selbstbeherrschungsprobe. das war ein Crit, da hättest du mit rechnen müssen. Da musst du... Hoffentlich hast du viel Selbstbeherrschung geskillt, weil das muss ausgehen hier. Selbstbeherrschung 1. Ich nenne das mal Spielsatz und Sieg. Darf ich schon mal anmerken, ich möchte zwei Sachen kurz dann noch machen? Dann gerne, wir machen gerade die Würfe noch. Ja, nee. Kondition. Ich wollte nur, dass das schon mal feststeht. So. Na gut, der ist ja dicht. Der Wurf. Der nicht so. Das ist jetzt damit vorbei. Eigentlich so schön gewürfelt, nur der mit. Den zweiten mal, kannst du nicht ausgleichen mit 1, ne? Nehme ich an. Nee. Was hättest du gebraucht, ne, für die Zuschauer? Moment, das zweite war. Wenn wir noch kurz gucken. Also Selbstbeherrschung, Mut, Konstitution und Körperkraft. Also Konstitution wäre das gewesen. Konstitution habe ich 15. Das war aber knapp. Ja. Mit der 17 knapp. Und einem 1 steht und hätte 2 gehabt, jetzt geschafft. Schade. Aber wie du schon gesagt hast, derweil nicht. Aber warum auch immer ist dir dann noch so ein Aber rausgerutscht und jetzt guckt sie dich hoffnungserfüllt an. Und du versenkst dein Gesicht in ihren Brüsten. Nein. Aber Selbstbeherrschungsprobe fehlgeschlagen, also, ne? Na gut, dann nehme ich ein Wasser. Sie lächelt dich an, kommt sofort. Mit extra viel K.O.-Droge, dankeschön. Keiner sagt, dass ich das wirklich trinken muss, ne? Ja, Gary, du wolltest noch was machen. Bin ich mir nicht so sicher, ob das nicht... Wie spät ist es denn mittlerweile geworden? Ist es schon recht spät am Abend oder ist es noch relativ früh? Es ist so, 23 Uhr vielleicht, könnte man sagen, sowas in dem Dreh rum. Ja, das wird aber... Ja gut, obwohl, wenn man so Schenke, 1 Uhr, 2 Uhr ist das schon ganz normal, ne? Mhm. Ich kraul Nivis am Kopf und spreche zu ihr, also wirklich auch in wirklicher Sprache, also ich rede mit ihr. Gewohnheitssache. Also so langsam... Müssen wir vielleicht darüber nachdenken, uns hier ein Zimmer zu suchen oder hier in der Nähe irgendwo unser Lager aufzuschlagen, Nivis, weil ich bin mir nicht sicher, ob Melcher hier noch auftauchen wird. Ich hoffe es. Und die Leute hier sind mir nicht geheuer, aber da müssen wir echt mal schauen. Und nebenbei möchte ich zum einen die Frau am Feuer, die sich dort die ganze Zeit aufhält, ein bisschen näher betrachten und versuchen... zu schauen, was sie hier überhaupt macht. Ich meine, sie sitzt am Feuer, ein bisschen ungewöhnlich, und den Kerl in der Ecke oben noch mal ein bisschen genauer betrachten. Ich meine, nicht alles gleichzeitig, aber ne, so nach und nach. Werde ich dann. Und noch mal schauen, was ich da so über die rausfinde, weil der oben war ja schon ein bisschen komisch. Der hat ja schon sehr alle sehr intensiv gemustert, hattest du gemeint. Und, das sind so die Sachen, die ich jetzt machen möchte. Okay, dann werde ich das nach und nach
ne, weil es schon abfolgern. Ja, yeah, ist klar. Du weißt, was ich meine. Wie gesagt, wenn ich würfeln muss, dann sag Bescheid. Genau, sowieso. Okay. Jojo, wolltest du noch was machen? Ja, ich bin jetzt noch so ein bisschen am Überlegen, beziehungsweise mal so eine Frage in die Runde. Wie sieht es denn überhaupt so mit dem Verhältnis aus, so zwischen Elfen, Menschen, gut, schlecht, neutral? Alles eigentlich ganz aufgeschlossen und gut. John meinte doch eben, dass es gar nicht so, nicht so schlimm vorurteilsmäßig ist wie in anderen. Natürlich gibt es Menschen mit Vorurteilen, aber generell nicht. Aber das liegt auch ein bisschen daran, weil Elfen mehr so unter sich bleiben, oder? Also sie sind jetzt nicht irgendwie sehr präsent wie in anderen Genres, also keine Ahnung, wie in Dragon Age, wo sie in den Städten leben und dort als Sklaven schon fast gehalten werden. Nicht so ganz, normal was halten sie zurück, aber wenn mal einer auftaucht, also Vorurteile herrschen normalerweise nicht. Wie gesagt, auch das Elf-Zwerg-Verhältnis ist eigentlich relativ normal in Aventurien. Das sind ja immerhin keine Drachen. Also, wenn es ein Drache wäre, würde ich jetzt mit der Axt auf ihn zurennen und versuchen, ihm den Kopf abzuschlagen. Dein so Glück. Bin ich nur so ein bisschen so, Elfen können nichts ab und naja. Tanzen gerne. Nicht so mein Ding. ja gut, ich guck mir nochmal kurz diese beiden Krieger da an, die neben mir sitzen, die auch dieses interessante Gespräch vorhin hatten. Und ja, ich weiß ja nicht, sehen die aus wie irgendwie Stadtwache, irgendwelche Soldaten oder mehr so irgendeine eigene Kämpfertruppe? Es geht auf jeden Fall in Richtung Stadtwache. Das erkennst du auf jeden Fall. Ja gut, ich versuche mich nochmal so ein bisschen an meinen Traum zu erinnern, ob mir diese zwei Gestalten irgendwie vielleicht bekannt vorkommen. Aber wahrscheinlich eher nicht, denke ich. Kannst du was Meta sagen? Also out of character und so? Weil ich meine, sie hatten auch Träume. Nur so als Hint, also das ist schon ein großer Hint für dich. Dass man da vielleicht in die Richtung mal sich erkundigt oder so. Man kann ja mit Leuten reden. Das lass mich doch mal auch aus. Was glaubst du, warum ich gefragt habe? Ist halt vorsichtig. Okay, sorry. Ich wollte es halt so gesagt haben. Also ich meine, wir sind ja noch ganz am Anfang und sowas. Da wird das wohl hoffentlich erlaubt sein. Vorsicht ist erlaubt auch, ja. Ja, sowieso. Man kann mal out of character was einbringen, klar. Was war jetzt nochmal die Frage genau? Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich jetzt vorhin meinte. Ja gut, ich war halt am... Ich war halt jetzt selbst noch so ein bisschen am Überlegen, ob ich zu den Leuten hingehen soll, aber wenn sie jetzt keinen allzu schlechten Eindruck machen, würde ich mich doch tatsächlich aufstehen und mal kurz zu ihnen an den Tisch gehen. Ja, ich habe gerade nochmal dein Hauptblatt aufgemacht und da würde ich ja schon sagen, dass deine grundsätzliche Neugierde dich da schon hintraut, würde ich sagen, ja. Okay, dann... jetzt verschiebe ich das, was ich nicht verschieben will. Kommando zurück, so. und jetzt kann man... okay, ich verschieb Jojo später. Du gehst also zu den Stadtwachen. Das ist manchmal ein bisschen seltsam.